Sind wir Bonzen, Alter. Sind wir ein paar Bonzen. Rechts weiter, aber keine Höhle, oder? Oh, und ey, wir haben gerade auch einfach Saphira eingesammelt. Weil wir Bonzen sind, kurz. Alter. Grabe mal kurz ohne mich fertig, ich will nur mal... Oh, keine, da ist nichts. Ach nee, das ist nur Dreck. Ich dachte, da geht's weiter. Okay, weiter geht's. Na, einfach weiter. Oh, nee. Steinblock hier, ne? Ist auch nichts. Hier ist ein bisschen anderes. Flasch, Schlick, ja. Schlick. Ein bisschen Schlacke, Alter. Schlick, Schlack. Oh, was war ein Schlacke? Ich überleg grad, was Schlacke war. Schlacke, Schlacke. Ein Nebenprodukt von Eisen oder so? Nee, Schlacke sagt mir irgendwas. Oder unten kommt irgendwas Krasses. Ah, ja, es leuchtet. Nee, Schlacke. Das ist Wasser? Das ist Schlacke, wie ein Abfallprodukt oder so. Irgendwie Schlacke. Ja, meine ich ja. Von Eisen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, Schlacke gibt es aber, glaube ich, auch bei mehreren Sachen einfach als Abfallprodukt. Ich habe keine Ahnung. Ah, warte mal, das ist Silber. Nee, das ist Platin. Ah, der toll. Unser Gold wertlos. Platin nicht so Premium? Doch, Platin ist halt der Ersatz zu Gold. Ja, natürlich. Und da wir ja bisher schon so ein bisschen Gold hatten, ist das jetzt irgendwie wertlos. Ja, aber ist egal. Sehr gut. Wenn nicht, hole ich einfach aus einer von meinen Welten so viel an das Platin. Da dieses Erz, meinst du? Da ist ein Mutti-Schleimi. Das ist Tungsten. Ich meine dieses Zeug hier. Ja, das was da hinten in der Ecke ist? Ja. Ja, das ist Tungsten. Das ist nämlich Tungsten, ist das nämlich. Werde ich dir mal sagen. Moin, Mutti-Schleimi. Die kleinen Schleimis hier, ja. Mach ich. Finde ich gut. Aber seine Kiddies, ihre Kiddies. Ein bisschen hartnäckig. Die sind ja auch ganz frech. Ja. Ich habe mir auch übrigens gestern einen Film angeguckt, den ich mir schon sehr, sehr lange angucken wollte. Ach, das ist ja auch mit deinen Pornos hier, ja. Das anders kannst du ja nicht hinauslaufen, ne? Danke. The nee, Wolf of Wall Street. Ah, ja, mit stimmt. Dem guten alten Leonardo. Der hat ja auch die beiden Golden Globes schon mal gewonnen. Und der ist ja auch ein Anwärter auf den Oscar. Und, den er ja bisher noch nie bekommen hat, ne? Leonardo, ich rede vom Film selbst, aber Leonardo auch nicht, ja. Ja, ne? Das wobei, das wird eigentlich auch recht Zeit, weil ich finde, gerade die ganzen Leonardo DiCaprio-Filme haben ja auch was sehr Eigenes, finde ich, durch ihn. Durch seine Zuschaustellung. Bei Titanic könntest du jedes Mal wieder heulen, ne? Ach, Titanic, Alter. Titanic. Ich rede von so Filmen wie, also, außer Inception, weil das fand ich jetzt nicht ganz so doll. Also vom Film her, nicht von der Leistung. Ich rede jetzt gerade einfach mal von Filmen wie Shadow Island. Shutter Island, ja. Shadow Island, Junge. Ist auch Teil 2. Weißt du da mehr als alle anderen irgendwie über den Film? Sicher. Oh, da ist hier wieder so ein Zeug. Wasser, hups. Alles mitnehmen. Tungsten oder was? Nein, hier das rote. Dämonit, ja, nimm auch mit. Ich hab das Axttötungszeug. Nicht Dämonit, Crimson Meat. Sag ich doch. Ja, nee, ich hab's. Oder Filme wie. Also, ich finde ja immer noch. Einer meiner Lieblingsfilme mit ihm ist ja. Catch Me If You Can mit Tom Hanks. Ah ja, den finde ich auch super. Ich liebe diesen Film. Das ist so der Film meiner Kindheit. Ich habe diesen Film immer geliebt. Ja. Ja, nee, den finde ich tatsächlich auch sehr gut. Ich meine, gibt es, glaube ich, auch wenig Leute, die den nicht gut finden, oder? Ja. Erstmal Skelett. Ein Klassiker, wie man. Alter. Skelett, Junge. Geh halt drauf, Junge. Sag mal, wie sieht's denn aus? Interesse an einem Zauberstab? Das ist ein Zauberstab. Einen Zauberstab in die Hand nehmen. Oh! Ah, okay. Aber wenn es so kommt, ist das ziemlich eklig, ne? Ja, das ist in der Tat so. Willst du dich auf den Weg nach oben machen? Ich denke ja, du kannst dich ja porten, ne? Du Sau. Ich dachte, du hättest es vergessen. Nee, ich hab's nicht vergessen, du kleines Stück Scheiße, Alter. Kohle dabei? Nicht viel. Nicht der Rede wert. Weißt du was, dann klatsche ich hier mal eben noch eine zweite Ebene rein, wenn ich das geferkelt bekomme. So, bitte einmal Holz klappen. Ah! Alles gut. Ja, bitte mach keinen Abflug. Also ich meine, wenn du stirbst, ist letztendlich auch egal. Nein. Bist du einfach schneller hier oben. Wir machen das safe immer. Gut. Na, komm. Holzklappe, du willst es doch auch. So, ich kann jetzt mit diesen tollen Stiefeln in der Theorie. Ah! Da hoch, aber ich bin Skelette.
So. Ja, wie das funktioniert, hast du. Ja, ja, hab ich. Wie, einfach das wie so ein Bandsprung, ne? Hab ich raus, genau. Okay. Würde ich nicht sagen, ja. The Wolf of Wall Street. Hast du, nur mal kurz, hast du die guten Tränke jetzt dabei? Na, die 50. Okay. Wir fangen irgendwie schon mal an, glaube ich, scheinbar. Ich bin ja, es ist da. Es ist da, ey. Es cool. Ist da, ja. Was geht, altes Haus? Ja, The Wolf of Wall Street. Vor allem, ich fand es ja beeindruckend, dass dieser Film tatsächlich 3 Stunden geht. 3 Stunden, wie? Fast 3 Stunden geht er, ja. 145 Minuten. Effektiv. Also nicht irgendwie so, du sagst so, das will ich mir jetzt nicht angucken, sondern wirklich effektiv. Und wie vergeht die Zeit? Erstaunlicherweise vergeht die Zeit echt sehr, sehr langsam. Aber ich muss dazu sagen, das ist überhaupt nicht schlimm, weil jede einzelne Sekunde göttlich ist, finde ich. Okay. Finde ich echt weil, richtig super. Ist ja nicht mal unbedingt ein gutes Zeichen, wenn es langsam vergeht die Zeit oder weil dann... Nee, es kommt dir halt echt zu viel vor, was aber alles auch passt. Also denkst du so, ey, was soll denn da jetzt noch kommen? Dann kommt nochmal ein Kapitel, wo du denkst so, echt, das kann man jetzt auch noch... Es stört dich aber nicht, weil es doch zusammenpasst. Also irgendwie schon ziemlich cool, sondern jetzt wird die einfach gefickt, Alter. Ja. Das wird auch sehr, sehr viel in diesem... Pack mal die Shuriken raus, bitte. Ich habe ja auch noch ein paar in der Hand. Ja, warte, Shuriken. Und spam die einfach, die kann man einsammeln, wenn die daneben gehen. Spammen! Treff ihn! Hast du das? Das ist ganz im Ernst. Das was? Ist ja geil, das ist hier zwei. Hast du nicht gesehen, das Ding wurde getroffen? Was hat getroffen? Das blöde Auge wurde von der Sternstufe getroffen, was jetzt nicht so häufig passiert. Hammer, awesome. Ah! Das ist nämlich voll geil. Heilen! Ja, guck mal, der kann ja nichts diesmal. Ne, weil eben gerade die Sternschnuppe ihn erwischt hat, ja. Ja, weil die Sternschnuppe ihn immer getroffen hat, man. Ich hab's echt nicht gesehen, scheiße! Da ist ja auf der Aufnahme drauf. Ja, dann fällt nochmal an, Alter. Ja, wir machen dich fertig. Junge! Bam! Hab dich das war ja jetzt lächerlich, fast, ne? Das war ja gleich normal. Kommt hier als letzter und du bist ja wie hier, ist hier so ein... Ich bin ein König. Ja, was hab ich denn sowas? Eye of Cthulhu Trophäe, okay. Matschblöcke, okay. Jetzt vergeudet nicht die Sterne für die guten Erfolge. Ich hab immer noch 290 Stück. Ja, ich wollte gerade sagen, die kannst du dir auch bis zum Abwinken, kannst du die kaufen. Ich hab 49 Krimitine. Ja, gib mir am besten gleich mal alles, dann baue ich dir so ein Schwert. Ich baue ein Schwert für dich. Aus Creme nur aus Crimson Eat. Crimson Eat und Gold, so. Warte. Genau, ja. Zack. Und was habe ich noch alles eingesammelt? Hast du noch zu bieten? Trophäe, keine Ahnung, was man damit machen kann. Ich habe 36 Eisenherz, keine Ahnung. Eine Linse, keine Ahnung. Hier Sternschnuppe, keine Ahnung. Ich habe eine Fessel, bedrohlich. Ist okay. Ja, die kannst du anlegen, bitte. Ich glaube, ich sogar besser. Sonst bist du mir zu gefährlich. Ja, ich habe sogar die Fessel. Du kannst, 4% Schaden plus, finde ich voll gut. Du kannst dir einfach mehrere anziehen. Du hast ja 4 Gliedmaßen. Kann ich nämlich einfach machen, ja, ich bin voll. Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht noch eine Fessel anlegen. Bist du schon voll? Nein, ich kann nicht noch eine Fessel anlegen. Hä? Das tut mir. Ja. Ich hab. Also, geht nicht. Ich hab eine drauf und ich kann nicht eine zweite anziehen. Geht nicht? Okay, gut. Nein, es geht nicht. Ja, das ist scheiße gelabert, hast du einfach mal. So sieht's nämlich aus. So. Ich find's schlecht. Jetzt geil, ne? Habe ich jetzt noch irgendwas Geiles gefunden? Nee, das war's eigentlich. Alter. Spür mein Silberschwert, Werwolf. Also, ist kein Werwolf, aber. Nee, vor allen Dingen, gleich wirst du nicht mehr nur mit einem Silberschwert rumrennen. Nein, du wirst gleich was Besseres haben. Geiles. Besser als deins? Nee, genau das gleiche, wie ja, das ich es auch hab. Ich wär besser als du. Du willst der Allerbeste sein. Wie keiner vor mir war. Ganz allein. Aber wir haben tatsächlich relativ wenig Erz bekommen in diesem. 59, also eigentlich kannst du richtig vollgeschissen werden mit dem Zeug, oder nein? 40, weil ich habe ja selbst noch ein bisschen was eingesammelt eigentlich. So, geh jetzt hier langsam Palli ab, oder was? Ja, warte mal, lass mich mal kurz gucken. Nahkampf, wenn mal Bloody Lust Cluster. Ich verstehe immer noch nicht, was man mit den Sternstumpen machen kann. Ach, das ist eine Axt, ja. Ah, warte mal. Ja, nee, ist egal. Aber was hat das für ein Dingens dahinter? Bloodbatch beschädigt. Am Arsch, Junge! Was gibst du mir für Scheiße? Ey, ich krieg nur das billige Türkenzeug von dir, warte. Du bist so eine Hure. 19 Nahkampfschaden, 8% kritische Trefferchance, schnell, mittlerer Rückstoß, Material.
Minus 14%, bist du eine Hure, Alter. Das war, ey, ich hab's dir ohne drauf zu gucken, hab ich dir gegeben. Natürlich hast du das. So. Meins hat nur plus 15 Rückstoß, also das war nicht so geil, ne? Egal, Alter. Ich hab Blut an meinen Händen. So, gehen wir weiter? Ja, lass mich mal überlegen. Dann gehen wir erstmal wieder runter, gucken noch nach ein bisschen Erz. Jetzt werden wir ja nicht mehr unterbrochen von diesem kleinen... Ja, aber wenn, ganz wenn du nach rechts weiter Richtung Sumpf und dann da runtergraben, oder? Willst du unbedingt... von mir aus sehr gerne. Es gibt nämlich noch ein anderes cooles Schwert, auf das ich jetzt abgesehen habe. Ja. Das, da können wir uns auch gerne drum bemühen. Dafür brauche ich ein paar Stacheln von hier, von diesen Viechern, die man Bienen nennt. Dann müssen wir in den Dschungel und nicht in den Sumpf. Achso, du willst... Ja, wo ist denn der Dschungel? Weniger. Das ist ja die Frage. Ich dachte, du hättest da rechts einen Dschungel gefunden. Nein, da rechts ist ein Sumpf. Okay, ja, nee, komm, lass uns da hingehen, ist doch egal. Dann gehen wir zum Sumpf. Was soll's? Zum Sumpf, meine Freunde. Warum Ups. Auch nicht? Ah. Ah. Ich weiß, du spielst... Macht. Ja. Ist dir aufgefallen, dass wir beide zeitgleich voll oft still sind ja. Und dann gleichzeitig anfangen zu reden? Ja. Letztens hatte ich das... einfach angesagt. Auch aber oft so irgendwie. Ja. Kann man dann nicht unhöflich sein und den anderen unterbrechen oder so? Ja, ja, und dann das fängt man auch, gleichzeitig an. Fängt man gleichzeitig an. Das ist doch genauso wie wenn man irgendwie auf der Straße auf jemanden zuläuft, aber aneinander vorbei. Ja, beide dann, wollen dann erst nach rechts, ja, und dann ja, wollen genau. Sie beide nach links. Das hatte ich letztens auch irgendwie mit so einer Frau einfach, ja. Oh, da kann man schon over. So muss ja, deine nee, Frauen also an, ich verstehe. Ja, genau, ne? Du bist ja auch krass drauf, Junge. Greif mir die einfach auf der Straße weg, so wollen oder nicht. Du bist ja auf, krass ne? drauf. So. Das ist witzig. So, was für ein Sumpf meinst du jetzt hier? Ne, jetzt geht es hier gleich los halt. Jetzt gleich so. Demnächst. Ah. Jetzt hier, Dschungel. Halt hier ist... Ja, das ist doch der Dschungel. Ah, das mitnehmen. Das ist der Dschungel, ja. Natürlich ist es der Dschungel. Sag ich doch, dass der Dschungel ist. Ja, dann wollen wir uns da runtergraben. Von mir aus gerne. Ja, dann aber hier, weil hier ist noch kein Ding. Oder dich. Und vielleicht noch ein bisschen in die Mitte rein, oder? Schön zum Wasser. Wieso? So ist eigentlich egal. Ja, weil wir sonst gleich wieder aus dem Dschungelgebiet raus sind, oder? Man kann ja nichts mehr, Alter. So, bam. Ja. Weg die Sau. Eine Linse. Kein also das Auge können wir uns jetzt noch zweimal beschwören. Ich habe auch ganz viele Linsen. Okay. Ja, man braucht 6, um sich einen so einen... Ich glaube, ich habe 19. So, Linsen? Wir können, ja. So, wir können hier runter, ne? Ja, würde ich auch sagen. Einmal kurz vorgraben, dass ich links schmeiß... Du bist so ein König. Ja, danke. Ich dachte, jetzt trifft keins. Das ist lustig gewesen. So. Mann, das geht ja hier gar nicht. Ah, warte mal, lass mich mal kurz... Oh. Ah, wegen Schleim oder was? Wegen allem Möglichen, Viecher. Was uns so belästigen kann, ja. Na, Kupfer! Ah, scheiße, Bonzen, Alter, ist wieder soweit. Also doch, ja. Kupfer findet man relativ schnell widerlich. So oh ja, sagen. Oh ja. Zum so. Glück haben wir keinen Zinn, ne? Aber, was willst du erzählen? Ja, jetzt Zum endlich. Chef. Daisy. Ich weiß, du selbst spielst ja keinen Daisy, ne? Nee. Aber du kennst dich ja so ein bisschen mit Daisy aus. Und du kannst in Daisy ja auch normal schnell laufen. Also so richtig gehen halt, so schlendern quasi, ne? Ich hab das Original mit Ana abgezogen, einfach mal durch die Map von Daisy zu laufen. Einfach so. Just durch diese riesen Map. Ja, durch diese riesen Map. Ist die jetzt im Volltitel Daisy genauso wie im alten? In der ja, also von der Größe her ja. Aber sie ist etwas bearbeitet worden. Also sie ist von der Größe her genau gleich. Du hast aber größere Städte teilweise und der wichtige Faktum ist ja vor allen Dingen, du kannst ja jetzt endlich überall rein, weißt du, das konntest du ja vorher eben nicht. Du hattest ja vorher irgendwie immer nur 3-4 Gebäudetypen, oder es ist 3-4, aber halt. Oh, nee, wir müssen nach links, Fabi. Da, ist da nichts oder? Nee, hier oh, ja. Nee, ich sehe hab's schon gesehen. Hier, ja, du hast so 3-4 Gebäudetypen und das ist es halt, gar, also 3-4, aber halt so 20 Gebäudetypen. Die alle verschiedene Sachen gespawnt haben und mehr konntest du halt nicht machen. So, warte. So, auf die Axt wechseln. Und jetzt kannst du halt in jedes Gebäude, das ist wie in Wien, jetzt kannst du halt echt in jedes Gebäude rein.
Und das ist halt der große Fakt. Darum hast du halt irgendwie, in jedes Dorf ist halt wichtig, weil du kannst ja überall was finden mittlerweile. Ja. Oh, geil, da unten Erz, Nichols, gräbst du dich da mal kurz hin? Das ist ja mega geil. Welches Erz? Dieses Crimson Need Erz, ja doch. Was, die zwei Stück? Am Arsch, wie ist die Truhe? Doofe Nutte! Du bist so eine Hure. Oh. Hier kommt Töte, die. Da war leider nichts Tolles drin. Hier, warte mal, ich. So ein blöder Stab. Hier, warte, den kannst du gerne haben. Da. Stab des Nachwachsens. Deine dumme Hure, Alter. Giftet. Ja, ansonsten war da jetzt nichts Besonderes drin. Ein paar Stäbe. Schade, bist du doch schlauer, als ich gedacht hätte. Du bist so eine Hure! Ich wünsche dir den Tod. Den schnellen Tod. Doch so geil auf die Dinger. Oh, guck mal, da unten ist auch wieder Dschungelsporn. Sporn. Oh, ich glaube, rechts von uns ist krass. Ja, da können wir auch mal Zeug, hin. Alter. Das Tanksten, das können wir eigentlich auch gut mitnehmen. Wie kommt der da runter? Ein Würmchen!